das gebaut hat hier, den müsstest du dafür einen goldenen Orden verleihen. Im absoluten Nichts können. Hi Leute, heute ein neues Video und zwar wollen wir versuchen, die Motorhaube abzubauen, den Auspuff zu lösen. Ja, mal gucken, der Auspuff, der ist recht festgerostet und ich habe ja schon die Farbe besorgt, habe es aber noch nicht angewandt und irgendwas scheppert auch in dem Auspuff. Wollen wir mal gucken, ob wir den Endtopf überhaupt noch nehmen können. Naja, dazu später mehr. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Werkstatthandbuch. Das ist jetzt eine Kopie, aber das ist eine Kopie. Ich habe das Original zu Hause. Man darf das nicht kopieren. Ich habe es jetzt für mich einmal kopiert für die Werkstatt, damit es nicht dreckig wird. Und zwar vom Buch- und Bildversand, buchundbild.de. Ich verlinke das mal unten, wenn ich das verlinken darf. Mal gucken. Auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen. Die Werkstatthandbücher sind original. Die sind nicht ganz günstig, aber... Es sind quasi die Mercedes-Benz-Service-Handbücher, die damals auch in den Werkstätten standen. Original in grauen Ordnern und so weiter und so fort. Sieht richtig gut aus. Und ich kann das nur wärmstens empfehlen. Gibt es natürlich tausende von für alle verschiedenen Baureihen. So, da gucken wir jetzt mal rein. So viel filmen wir da nicht von, weil das nicht erlaubt ist. Aber hier geht es halt los mit Motor aus- und einbauen. Und da sieht man dann auch direkt Schritt für Schritt, wie man die Motorhaube abbaut. Alles klar. Mehr darf man davon nicht filmen, weil wir dürfen es ja nicht vervielfältigen. Also hier steht jetzt drin, ich lese das nur mal vor. Erstens Batterie abklemmen, zweitens Motorhaube hochstellen, Auspuffrohr abbauen, drittens Rohr für Frischluftzufuhr abnehmen. Also es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dann Kabelstecker für Scheinwerfer ziehen. Motorhaube abbauen, Kühlmittel ablassen. Achso, das ist dann weiter. Für den Motorausbau. Motor wollen wir nicht ausbauen, soll auch nicht so eine große Aktion sein, werde ich auch noch mal irgendwann machen, aber dazu würde ich mir erstmal Hilfe holen von meinen Bekannten. Also fangen wir erstmal an mit der Motorhaube abbauen. Ja. 13er Schlüssel und die Batterie abklemmen. Sollte eigentlich jeder schon mal gemacht haben. Man nehme den Pluspol, schraube ihn lose, zieht ihn da oben ab, legt ihn zur Seite, fertig, Batterie abgeklemmt. Motorhaube hochstellen. Das haben wir hier. Zack. Auspuffrohr abbauen. Jo, das ist da. Ja. Also, 13er Schlüssel, zwei Stück nehmen wir und dann bauen wir das Auspuffrohr ab. Zack. Das Gute ist, lässt sich relativ gut lösen, das ja neulich schon mal ab hatte, zum Saubermachen. Hat Klack gemacht. So, sehr gut. Einmal dazwischen. Und schon. Lass mal die Schelle irgendwie wegschieben. So, ich denke, das wird sich so nicht machen lassen. Wir machen das jetzt mal ein bisschen umgekehrter Reihenfolge. Wir bauen mal erst das Frischluftrohr ab. Dann kommen wir nämlich viel besser an den Auspuff dran. Also, können wir gleich eine Verbesserung schreiben. Frischluftrohr zuerst abbauen. Aber ich glaube, das wird Daimler nicht mehr interessieren. Das werden die nicht mehr anpassen. So, 1, 2, 3 Schlauchschellen. Okay. So, Frischluftschlauch, Frischluftrohr nennt sich das. Einmal abgebaut, übrigens ist hier. Eigentlich der Anschluss für den Zusatzluftpresser, der hier an dem Halter mit dran sitzt. Da der aber bei mir einen
Kolbenfresser hatte. Das Bläu war gebrochen, das Ding war also total kaputt. Hat wahrscheinlich mal irgendjemand kein Öl nachgefüllt. Der hat nämlich eine separate Ölschmierung. Muss ich erstmal sehen, dass ich da mir so einen neuen Zusatzluftpresser besorge. Ist nämlich nicht so ganz einfach und nicht so ganz günstig. So, gut. Rausnehmen. Bei mir bei der Haube muss man nicht besonders aufpassen, weil die eh total noch im Matzen ist. Aber genau deswegen bauen wir sie ja ab. So, was hatten sie jetzt noch gesagt? Elektrostecker ziehen. Dann brauchen wir wieder einen Kreuzschraubenzieher. Einmal um mich rum. Dazu löse ich die zwei Kreuzschrauben, da ist eine Alu-Abdeckung drauf und da sieht man dann, zack, Alu-Abdeckung weglegen, da sieht man dann die Kompaktstecker, die gehen in die Kabine rein, ist also relativ simpel gemacht. So, und ich muss den Kompaktstecker, den obersten, abmachen. Ich habe mir die damals mal irgendwann beschriftet, das sieht man hier an der Seite. Ich weiß nicht, sieht man das? Nee. Dann einmal um mich rumgehen. Sieht man hier ganz gut, ich habe mir die mal beschriftet, 1, 2, 3, 4. Einfach von oben nach durchnummeriert, damit ich dann noch weiß, welcher Kompaktstecker wo reinkommt. Da zieht man jetzt die 1 ab. Zack, geht auch relativ gut, habe ich mal alles sauber gemacht schon. Und jetzt haben wir eigentlich die Motorhaube frei. Jo, Kabelstecker haben wir abgezogen, Luftrohr ist aus. Und jetzt die Motorhaube abbauen mit 4 Schrauben, so wie das aussieht. Ja, das kann man jetzt wieder von der Seite nicht gut sehen. Jo, Ratsche mit einer 14er Nuss. Und dann schrauben wir erstmal hier die beiden ab. Jo, machen auch schon länger nicht mehr ab, aber wir nehmen mal eine kurze Verlängerung noch. Dann geht das Ganze, denke ich, einfacher. Hier das Werkzeug legen wir mal weg, sonst gleich wieder klingelingeling. Motorhaube mal schneller bauen, nicht gut. Was nicht im Handbuch beschrieben ist, weil es Sonderausstattung ist, wenn man eine Frontscheibe hat, die klappbar ist mit Scheibenwischer, dann ist da der Schlauch von der Düse, wo das Wasser rauskommt. Und ist da fest, ich habe den Schlauch jetzt einfach nach unten abgezogen, weil es total die Formulage ist, hier diese 13er Schraube da lose zu kriegen. Und hier sieht man, zweites Hindernis. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat hier, den müsstest du dafür einen goldenen Orden verleihen. Im absoluten Nichts können. Dieser Schlauch hier sieht aus wie, naja, könnt ihr euch selber denken, wie der aussieht. Eigentlich soll hier hinten eine Schraubstelle drauf sein, aber Panzerband, ganz toll. Kommt man super dran, kriegt man toll ab. Naja, gut. Jetzt werden wir weiter abbauen, vorne die zwei Scheinwerfer abbauen, Kabellage abbauen, diesen ominösen Schlauch, der sieht so aus, als ob er vom Mäusen kaputt gefressen wurde. Ah, der ist ein wenig kaputt gefressen. Naja, gut, 30 Jahre. Der Gummi ist schon mal hart. Da müssen wir uns ja irgendwas Neues überlegen. Mal sehen, ob es den noch gibt oder so. Keine Ahnung. Jo, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz was richtig stellen. Ich habe ja gelesen in der Anleitung, Frischluftzufuhr abbauen, aber das ist ja die Luftansaugung vom Luftfilter. Und mit Frischluftzufuhr meinten die dieses Mäuserohr, was hier so kaputt gefressen ist. Das quasi. Jo.
Weil das geht nämlich für die Heizung. Das ist die Frischluftzufuhr für die Heizung. Genau. Versuchen erstmal, denke ich, dass hier. Habe ich keine Anleitung für? Aber ich denke mal, dass hier diese Schrauben. Schraube an dem Scheinwerfer muss ja irgendwas bezwecken. Oder auch nicht. Doch, er kommt. Ha, ich glaube, er kommt. Ha, zack. Sehr schön. So, Scheinwerfer Nummer 1 draußen. Was immer sind. Alles klar. Schlitzschrauben ziehen. Kreuz, 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 Kreuz. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Den Rahmen auch abschrauben. Wichtig ist, sich bei so vielen Kisten zu machen. Ich mache jetzt eine Kiste, wo ich den ganzen Kram von der Motorhaube reinmache. Da schreibe ich dann nachher drauf Motorhaube. Es ist ganz einfacher mit zu sortieren, wenn man es mal wieder irgendwann zusammenbaut. Das heißt irgendwann. Ist das Kabel einfach mit Blechen festgeklemmt. Die biegen wir mal auf. Zack. Zwei. Drei. So, hier sind schon mal vier. Hier unten sitzt noch einer. Noch einer. Dann haben die Dullis, geht gleich weiter hier im Takt. Dann haben die Dullis hier unten nochmal einen Kabelbinder dran gemacht, weil Kabelbinder lösen alle Probleme. Klack, ab. Muss ein bisschen fummeln, weil wahrscheinlich die Motorhaube keine Beule hat. Ich weiß sowieso nicht. Das ist der Grund, dass man das Kabel da durchkriegt, warum die hier ein dickes Loch reingeschnitten haben in die Haube. Aber scheint hier auch gewesen zu sein. Ich weiß noch nicht warum. Keine Ahnung, weil selbst wenn es eine Haube von einem MB-Truck mit Frontlader gewesen wäre, würden ja die Streben stören. Naja, die kriegen wir wieder zu, denke ich. So, jetzt erstmal das Kabel nach vorne raus. Ich würde ungern jetzt die Kabel abbrennen. Ich habe zwar ein paar Bilder davon gemacht. Bilder mit dem Handy. Dokumentation ist immer wichtig. Aber mir ist es eigentlich ganz lieb, wenn wir damit auskommen, die nicht abzuklemmen. Ja, wobei könnte man wahrscheinlich auch gleich neu machen. So, erster Scheinwerfer. Scheinwerfer immer vorsichtig sein. Die sind bestimmt nicht mal günstig zu haben. Was ist das hier für ein System? Das ist ja auch nicht schlecht. Zack. Ah, das sind Schnellklemmen. Guck mal, hast du das drauf? Hast du das drauf? Drück einfach die Klemme nach unten, kannst Kabel rausziehen. Das ist ja, ich sag mal so, das ist halt ein Stern, ne? Geht halt schon besser. Sehr gut. So, hier eine Birnenwachs auf dem Baum. So, sehr gut. Glühlampe. Federteil, jetzt haben wir hier nur noch den Kompaktstecker und den, denke ich, das hier hinten sollte eigentlich aus Kunststoff sein. Das ist mittlerweile in den 30 Jahren zu Hartplastik geworden. Ah. Heißluftföhn. Ich werde das Gummi jetzt mal ein bisschen erwärmen, weil es doch ganz schön kalt ist. Wir sind gerade bei minus 2 Grad. Und in so einer offenen Scheune, wie wir hier haben, ist halt schlecht mit Heizung. Deswegen machen wir das Gummi jetzt mal ein bisschen warm, damit es besser rausgeht, weil versuchen so wenig wie möglich zu zerstören. Ich habe die Erfahrung gemacht, Gummis in jeglicher Art und Weise ist nicht so ganz so einfach und nicht so ganz so günstig zu bekommen.
Deswegen versuchen wir so viel wie möglich zu erhalten. Mal gucken, ob wir das ein bisschen warm kriegen und dann der Trick mit der Waschmaschine ist. Hatte ich schon mal erzählt. Mm-mm. Scheibengummis. Ich Weichspüler. Waschmaschine, 60 Grad. Kompletten Waschgang durchziehen lassen. Ach so, doch, kann sein. Ich weiß nicht. Doch, habe ich schon mal, glaube ich, erzählt. Ist egal, habe ich aus dem Forum. Aus meinen Augen. Im besten Forum für MB-Truck und Unimog-Fahrer. Jetzt ist mein Unimog. Jetzt hier wieder weg. Ah, komm schon. Kann nur jedem empfehlen, Heißluftfilm mit Temperaturanzeige zu nehmen, dann ist die Gefahr nicht so groß, dass man zu heiß wird. Der hier kann bis 650 Grad, das ist schon ganz gut. Das ist ein gutes Ding. Es wird weich. Ah, jetzt wird es doch wieder. Und gucke da. Perfekt. Gummi an einem Stück rausbekommen. Ohne irgendwas zu zerstören. Und das geht auch aus. Ist aber alles sehr dullihaft mitlackiert hier. Innen sogar weiß. Perfekt. Prima. Ganz tolle Arbeit geleistet. Ja, also ich denke, den Kabelbaum werde ich neu machen, weil Weichmacher ist anders. Der ist nicht mehr vorhanden. Zeige ich euch dann mal, wenn ich mit dem neuen fertig bin. Aber ist ja ganz gut, wenn wir das so ausbauen, dann kann man schön nach Muster zu Hause am Küchentisch das Ganze machen. Jo, also jetzt alles abgebaut. Hier die zwei Gummipuffer abgebaut. Mercedes-Stern ist ab, Emblem ist ab. Hier sehe ich noch einen Gummipuffer, müssen wir noch machen. Und dann bringen wir die... Okay, das war der Lose, den wir hier abgebaut haben. Eine Quälerei. Ich sag nur dazu, mal eben schnell die Motorhaube abbauen. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder 2 Stunden verbracht. Gut, die bringen wir die nächsten Tage zum Sandstrahler. Aber dann machen wir ein neues Video. Ich glaube, die Länge wird sonst wird alles zu lang. Ich denke mir, ja, so maximal 10 Minuten Videos. Das gefällt euch am besten. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und noch mehr freue ich mich über Abos. Über 1000 Views. Am Anfang des Videos, wenn ich das neue Mikro noch vorstelle, weiß ich nicht, ob wir das auch noch in das Video packen. Habe ich gesagt, knapp 850 Views, jetzt sind wir über 1000 gekommen. Richtig cool, freut mich. Schreibt rein, was ihr sehen wollt. Ja, und weiter geht's. Ciao.